Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zum Erfolge Farmen. Und ja, ihr seht, Spiel ist geladen in der Pause noch, deswegen 0 Kalorien, aber ich muss halt den Bauauftrag hier abbrechen. Oder was ich zumindest mal machen müsste, wäre Gilligan woanders hinschicken, dass vielleicht noch vorher jemand kommt zum Aufwischen, bevor der Auftrag da erledigt ist. Dann können wir vielleicht auch mal auf 1 stellen. Der Wischauftrag ist auf 9. Vielleicht kriege ich das so hin, ohne dass ich den Auftrag abbrechen muss und wie nochmal Material wieder hinschaffen müssen und so weiter. Hinschiffen müssen. Hinschaffen natürlich. So, dann ist das hier weiter im Bau. Ich weiß übrigens, dass ich hier die Schleuse noch schließen muss, aber dafür muss ich hier auch noch erst Flüssigkeit rüberbringen. Wo wir wieder bei dem Problem wären. Wie kriege ich hier die Flüssigkeit rüber? Jetzt hängt es wieder. So. Einfach aus dem Grund, weil wir ja nicht so einfach Flüssigkeit in eine Rakete kippen können. So, das würden wir. Oh. Das hier möchte ich heute unbedingt. Achso, da ist es schon. Zu Ende bringen, dass wir diese Rakete hier auch fertig haben. Da ist noch ein weiteres. Ne, ein Solarmodul. Ach, das ist ein Artefakt. Na gut. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen tauschen. Kriegen wir alles hin. So, das Einzige, wo wir noch Flüssigkeit transportieren könnten, wäre hier. Wir müssten das hier irgendwie reinkippen. Dafür was umbauen, aber das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Nächste Möglichkeit ist, wir bauen uns hier was zum Rüberschießen, aber das ist halt auch so unrealistisch langsam und das ist so blöd, ne? Da gibt es keine vernünftige Transportmöglichkeit. Man kann natürlich hier in diese Rakete in den Flüssigkeitstank reinbauen, da Petroleum reinpumpen und das dann rüberbringen. Ist vielleicht auch noch. Oh, oder wir fliegen da mit der Rakete rüber, lassen die landen und zerlegen dann einen großen Flüssigtreibstofftank. Dann müsste doch das Petroleum da rausfallen, oder? Das ist eine Idee. Das können wir machen. Okay, so oder so. Brauchen wir hier nochmal eine Leitung fürs Tanken. Und dann könnten wir es doch auch mit dieser hier schon machen. Die hat 20 Felder Reichweite. Oxidit ist noch genügend drin. Nahrung ist genügend drin. Dann fliegen wir mit der einfach. Ja, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass das auch in der Praxis umsetzbar ist. Frachttransfer ist nicht abgeschlossen. Achso, mit dem Sauerstoff entladen. Ja, aber das, was da jetzt noch drin ist, das können wir da auch drin lassen, oder? Wobei, es wäre schon gut, wenn wir das noch leer. Wir machen das erst leer. Nee, müssen wir eigentlich nicht, weil wir müssen sowieso dann wieder. Sorry für das Hin und Her. Wir müssen sowieso wieder hierhin fliegen, um einen neuen Tank einzubauen, um die Rakete dann wieder aufzutanken. Und dann können wir den restlichen Sauerstoff dann zerlegen. So. Irgendwas habe ich jetzt hier rechts gemacht, dass es anders ist als links, aber. Oh. So.
der sind wir hier, glaube ich, mal hergeflogen mit der Kleinen, ne? Nahrung ist noch nicht da. Und Oxylit auch noch nicht. Das heißt, die kann noch nicht starten. Was macht unsere Kohle hier drin? 4 Tonnen und 6 Tonnen. Wie viel hatten wir hier? Es sind immer noch 35 Tonnen, die noch nicht aufgeladen sind. Okay. Dann müssen wir vielleicht mal eben schauen. Okay, wenn die ganze Kohle verteilt liegt, ist das natürlich auch schwierig. Ja, gut. So, die große Rakete, das bist du. Du landest bitte auf Teilchen 2. Ja. So. Die Betankung dort läuft. Naja, das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen blöd hier alles. Ich verstehe auch nicht, warum hier nicht gewischt wird. Travel. So, Aufträge von Travel. Da links wischen. So, jetzt haben wir hier Atommüll. Den bitte dringend aufräumen. Dafür. Der steht sogar auch schon auf 9. Okay. So. So, jetzt hier bitte mehr Wasser reinkippen. Und dann kann da die Dampfturbine endlich drauf. hier ist das. Aber ne, wir machen jetzt das hier als erstes fertig. Der Stromanschluss für eine Dampfturbine ist links, oder? Ne, rechts. Eins nach rechts, das wäre da. So, jetzt bist du hier gelandet. Da ist Jamie die Besatzung. Wir stellen den auch mal auf Besatzung, dass Jamie da drin bleibt. Dann würde ich hier einen der Flüssigtreibstofftanks zerlegen. Dann jetzt gleich hoffen, dass dann Petroleum runterfällt. Das sah gut aus. So, jetzt bauen wir hier den großen Flüssigtreibstofftank wieder rein. So. Und Petroleum können wir jetzt hier nutzen.
Dafür. Das ist so schlecht hier alles, ne? Das ist so schlecht. Packus haben wir. Schon Packus. Glaub nicht, oder? Ich würde für die Packus vielleicht hier unten mal so ein Becken anlegen, oder? Ne, stopp, machen wir das anders. Wir machen es so. So, dann können wir gleichzeitig von da die Leiter und die Rutschstange runterbauen und lassen da dann Wasser rein. In das Becken. Und dann können da die Packus reinhüpfen. Ich hoffe, dass die nicht vorher schon woanders reingehüpft sind. Achso, Jamie hat ja. So, jetzt kannst du auf Toilette gehen, jetzt ist es zu spät. Kilogramm, okay, wir haben jetzt fast das, was ich hier gerne, wo das reicht, Dicke. So, die beiden zerlegen. Obwohl, nee, wir müssen den noch da lassen, damit wir hier runterkommen, um die Ziegel zu bauen. Meine Güte, wie lange das hier alles dauert, oder? Weg und dann können wir hier gleich die Dampfturbine einsetzen. Wir haben die Leitung, wir haben Strom. Dann müssen hier noch wie heißen sie denn? Die Wärmetauschplatten rein, genau. Können wir auch wieder aus. Hier bauen.
Okay, da muss ich mir dann noch was überlegen, aber ich glaube, die ganzen Leitungen, die wir da haben, die können wir sowieso mal austauschen. Beziehungsweise ändern. So, Petroleum ist alles so weg. Jetzt haben wir zwar hier noch immer eine Temperaturbrücke, weil der zweite Ausgang hier noch nicht fertig ist. Den könnten wir dann aber mit Wasser machen. Und wenn wir hier Radiatorrohre reinbauen, dann müsste das auch klappen, dass wir da das Wasser haben. Und dann können wir das hier rauspumpen. Nee, erst muss die Dampfturbine hier fertig sein. Material ist da. Bauauftrag muss jetzt gemacht werden. Das Vakuum. Haben wir denn hier keinen Stahl mehr oder wird es einfach nur nicht erledigt? Ja, hier der Wasserstoff. Ich lasse da den Auftrag drin für den Ziegel. Wir bauen hier jetzt einen isolierten Ziegel hin. Dann kann uns der Wasserstoff im Grunde auch nicht ärgern. Selbst wenn da mal uns was um die Ohren fliegt, haben wir da kein Problem. Och nee, jetzt ist das hier so heiß geworden. Das wird das da ja auch nochmal neu bauen müssen. Okay, wir brauchen noch wieder ein bisschen Keramik. Nehmen wir jetzt mal alle drei dafür. Gerne einfach mal für ein paar Minuten die Aufnahme stoppen und dann. Ach, Jamie hat jetzt wieder das Schutzanzugproblem, ne? Ist deswegen am Verhungern. So, sie ist fertig. Dann darf er jetzt wieder zurückfliegen. Los geht's. Als nächste, worauf ich den Fokus lege, diese Leitung hier. Die sollen jetzt bitte schnell fertig werden. Interessant, dass wir da kein Problem mit Keimen haben, oder?
Okay. Das vertagen wir noch. Überhitzungsschaden. Dann zerlegen wir den mal. Naja, der wird uns jetzt sonst die ganze Zeit wieder überhitzen. Veredeln ist das, ne? Genau da. Also die eine hier scheint ja jetzt tatsächlich mal zeitweise unter 100 Kilogramm zu fallen. Ich baue dafür jetzt hier dann nochmal einen Flaschenentleerer hin, dass wir hier noch wieder Wasser auskippen können von Zeit zu Zeit. Oder zumindest für den Beginn. Die isolierten Ziegel hier bauen wir aus Keramik alle neu. Mal mit dem ersten hier an, dass ich mir da dann gleich den Auftrag kopieren kann. Ich dachte, das kriegen wir jetzt fertig. So, Flüssigkeitstank aus Stahl nochmal neu bauen. Dann würde ich sagen, wir können da nochmal Flüssigkeit reinbringen. Und die können wir dann auch gleich hier verbinden, dass wir da verschmutztes Wasser reinbekommen in die Kühlung. So, fertig. Das jetzt daran. Ach so, das passiert jetzt, weil der nicht fertig gebaut ist, ja. Und wir haben noch keinen Strom. Noch kein Strom da. Das ist natürlich auch. Ach, krass. So, dann bringen wir vielleicht für den Moment einfach hier erst noch mal ein bisschen was rein. Wir kümmern uns jetzt noch mal um den Strom. Dafür brauchen wir einen Stromkreis. Ach Gottchen, das muss da alles noch rüber. Ach herrje. Und ich dachte, ich kann das ja jetzt mal schnell, elegant in Schwung bringen. Kann ich vielleicht auch teilweise. Da ist etwas. Das wir auch alles zerlegen müssen.
Schauen wir mal, was mit dem Wasser hier jetzt gleich passiert. Okay, das wird uns jetzt beim ersten Durchgang hier noch nicht um die Ohren fliegen, vielleicht bei einem der nächsten. Weil jetzt ist noch Strom hier da, das heißt, wir können jetzt hier kühlen. Was ebenfalls bedeutet, wir können da anschließen. So. Dampfturbine Nummer 3 für noch mehr Strom. Ja, wobei das vielleicht gar nicht schlau ist, weil dann fliegt uns die Leitung um die Ohren, ne? Wenn wir da 2,4 kW aufladen. Okay, die laufen jetzt auf Full Power. Schön, Leitung ist jetzt voll. Okay, da haben wir einen kleinen einen positiven Moment, dass das jetzt schon mal funktioniert. Dann braucht es hier einmal einmal einen Gitterziegel. Wir brauchen hier eine starke Leiterverbindungsplatte. Und das starke Leiterkabel. Verlegen wir dann hier weiter. Ja, es muss im Grunde bis da hoch, ne? Das lassen wir lieber. So, das können wir schon machen. Wir müssen es ja noch nicht mit dem Rest verbinden. So, der hängt da mit dran. Im Grunde muss der hier dann auch noch an das Starkstromnetz. Das kriegen wir aber auch noch geregelt. Das hier ist wieder voll. Innenraum ansehen. Wir haben ja nicht viel Kalorien, aber wir haben ein paar drin. Wir haben Oxylit. Wir haben Stahl. Achso, Stahl haben wir für unseren Rover, der aber hoffentlich schon aufgefüllt wurde. Ja, wurde er. Dann könnten wir hier jetzt den nächsten Flug machen. Wir haben 20 Felder Reichweite. Wenn wir dahin fliegen, wir fliegen erstmal nach da. Dann können wir nämlich den Knick nach da machen und kriegen das trotzdem erkundet. Wer war unser Pilot hier? Harry Fox. Ja, das passt. Brauchen wir da die anderen Anschlüsse, dass wir das hier mit der
Flüssigkeit auch hinbekommen, dass wir da Wasser haben für die zweite Schleuse. Das schließen wir dann mal da an. Das muss ja nicht so lange pumpen. Das ist ja nur eine kurze Zeit, bis wir hier das Vakuum haben. Dann können wir das wieder zerlegen. Bisschen rätselhaft für mich, warum Harry Fox nicht einsteigt, aber ach, der kommt da nicht rein. Und sind hier wahrscheinlich ups, so ein paar Leitern weggeschmolzen, oder? Würde ich mal sagen. Das waren wohl mal ein paar mehr. Ah, guck mal, wir sind schon temperaturtechnisch jetzt so weit hier runter. Dass das Ganze passt. Allerdings funktioniert hier noch nicht die Temperaturverteilung so gut, wie es sein könnte. Dann machen wir einmal da eine Verbindung. Plus wir können hier noch welche hochlegen. Da stelle ich jetzt aber nicht die Priorität höher, ne? Das soll einfach mal dann gemacht werden, wenn andere Sachen vom Tisch sind. Die lassen wir nochmal abheben, um noch einen, um noch mehr Rover zu bekommen. Ich schon. Viele Rover müssten hier doch eigentlich auch extrem viel helfen, oder? So, hier kommt jetzt rein Wasser. Habe ich irgendwo? Ich habe garantiert hier eine Möglichkeit. Das Wasser irgendwo rauszulassen. Dann müssten wir hier noch die Tür öffnen, dass die. Na, bitte, wir öffnen die nicht, wir zerlegen die. So, dann können die Packos hier jetzt gleich rüber. Da sollte jetzt. Na gut, das war das erste überschaubar. Das wäre auch das Wasser, was dann von hier kommt. Da sind durchaus Aufträge drin. Wir sind gerade nicht. Ich muss gleich eben schauen, wer verhungert. Da können wir noch mal was machen. Wolfram mit zu Wolfram ist Quatsch, weil ich habe schon irgendwo Wolfram Vulkane gesehen. So. Oh, schon wieder weg, okay. So, die Packus. Ich gehe mal davon aus, wenn da gleich mehr Wasser ist, dass die dann da runter hüpfen. Unerreichbare Baustelle. Okay, wir haben keine Schutzanzüge mehr. Was vermutlich daran liegt, dass wir sie hier nicht instand setzen können. Doch, könnten wir. Da liegen auch 10 Schutzanzüge.
Die sind alle mit den Raketen verschwunden. Okay. So. Ja, gut. Da hängt es dann mal wieder. Vielleicht werden dann auch aus den Raketen nochmal wieder die Sachen rausgeholt. So, wo müsste hier der nächste Fokus drauf gelegt werden? Wir haben die Leitern weg, die Rakete ist gestartet. Ich denke, hier die Stromleitung. Wäre dann durchaus etwas. Dass man fokussieren könnte. Ist das Ding schon wieder voll? Ja. CO2 ist auch genug drin. Skylab erkundet hier. Ich muss halt den erkundet haben, damit ich dann da direkt hinfliegen kann, um ein bisschen was zu sparen. Das waren bis da 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann hätten wir hier unten schon mal aufgedeckt. Wenn ich dann zurückfliegen würde, wäre es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, also wir könnten dann noch eins weiter hier nach oben fliegen später. Und das auch noch mitnehmen. wobei... Ne, wir kommen hier an keinem Planeten vorbei. Vielleicht ist halt hier einer, dass wir da dann nochmal eine Nova aussetzen könnten. Ne? Das steht ja noch auf der To-Do-Liste. So, wir haben inzwischen so viele Rover hier, das müsste doch eigentlich quasi von alleine gehen, das Material hier überall ran schaffen. Die Duplikanten müssen nur noch bauen. Wasser, noch reicht es nicht. So, gehen wir hier mal alle Prioritäten durch. Dass die alle auf 7 sind, passt. Dass die hier auf 8 sind im Vergleich, passt auch. Weil es dort eben noch ein bisschen wichtiger ist. So, hier müssen wir noch einen Auftrag einstellen, weil ich sehe gerade wieder die Teilchenblitze hin und her fliegen. So, da ist nochmal ein Lagerbehälter. Da sind die ganzen Samen drin. Das können wir eigentlich auch so lassen. Dann haben wir hier noch Lufterfrischer, die ich auf 6 gerne ändern würde. So, den auf 7. Die hier auf 6, dass sich das alles mal ein bisschen normalisiert hier. Theoretisch soll es ja wie immer eigentlich reichen, dass wir überall die Aufträge auf 5 haben, ne? Aber man sieht leider in der Praxis, so richtig klappt das nicht. Wir haben in beiden jetzt 10 Tiere, weil wahrscheinlich da welche drin ausgeschlüpft sind, aber wir haben einen neuen Planet entdeckt. Na. Das ist doch ein schöner, ein sehr kalter Wassergeysir und verschmutzter Wasserschnort. Dann werden wir auch wieder Artefakte holen müssen. Das ist übrigens eine recht gute Idee, dass ich einfach sowas Grundsätzliches brauche, dass dann ein Duplikant schnell runter kann, was der Rover schon vorbereitet
vorbereiten kann. Wenn man jetzt mal hier... man den Kollegen hier nimmt, könnte man sowas ja schon machen. Aber ich finde es eigentlich fast sinnvoller, dass man eine Rakete baut mit... ich zeig's euch mal kurz. Irgendwo, wo es gut sichtbar ist. Mit dem Blueprint, mit diesem hier. Wo wir halt zwei Schutzanzüge haben mit einem Ausgang, wo dann die Duplikanten, wenn sie rausgehen, den Schutzanzug anziehen. Das ist eigentlich mit Abstand die beste Variante für die Erkundung dieser Asteroiden. Da werden wir dann noch genauer drüber sprechen, wenn wir das Ganze dann gebaut haben. So, das kann jetzt hier stoppen. Wo nimmt der denn jetzt das Wasser hin? Achso, das ist wahrscheinlich nur ein Anzeigefehler. Hier braucht gar nichts mehr hin. Das reicht schon so von der Kühlung. Da hatte ich ja gedacht, wir müssen da vielleicht Wasser auskippen, aber das ist gar nicht mehr notwendig. Aber das mit den isolierten Ziegeln hier ist ja eine Katastrophe, wenn die aus Sedimentgestein sind. Gut, okay. Wir machen dann jetzt hier Feierabend für heute an der Stelle. Oder habe ich noch irgendwas Raketentechnisches vergessen? Ja, möglicherweise stelle ich die jetzt schon mal ein, dass sie nach da fliegt. Dann können wir nämlich den Rover landen lassen und wir können weiter erkunden. Hier kommt der nächste Auftrag rein. Erstmal setzen wir den einen hoch. Ein weiteres Solarmodul. Das ist vollgetankt. Sauerstoff ist raus. Nee, starten wir nicht mehr. Wir machen jetzt Ende, wie ich es geplant habe. Gut, also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Stream ist übrigens Freitagabend wieder. Habe ich noch gar nichts zu gesagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss.